Heute für euch 10 Babynamen, die rund um die Welt verboten sind. Fangen wir an. Nummer 10. Neuseeland. In Neuseeland wurden von der Abteilung für innere Angelegenheiten alle Namen verboten, die einen Dienstgrad aussagen. Das scheint den Neuseeländern allerdings egal zu sein, denn diese versuchen es bei der Geburt ihres Kindes jedes Mal aufs Neue und werden abgelehnt. Die im Jahr 2001 am meisten abgelehnten Namen waren Duke, Major und Princess. Machen wir weiter mit der Nummer 9. Schweden. Dieses Buchstaben-Zahlen-Gemisch ist nicht mein Facebook-Passwort, sondern tatsächlich ein Name. Ausgesprochen wird dieser Name Alvin. Dieser Name wurde verwendet, um gegen Schwedens strenges Namensgesetz zu protestieren. In Schweden ist es nämlich so, dass der Vor- und Nachname die Zustimmung der Behörde braucht, bevor er verwendet werden kann. Namen wie IKEA und Metallica sind zwar verboten, jedoch ist der Name Google legal. Und tatsächlich wurde vor einigen Jahren das erste Kind geboren, das Google heißt. Platz 8. Malaysia. In Malaysia ist der Name Lila verboten. Nicht nur das, es sind auch alle Tiere, Insekten, Früchte, Gemüse und Farben als Namen verboten. Klingt akzeptabel. Nummer 7. Amerika. In Amerika gibt es je nach Bundesstaat recht lockere Bestimmungen für die Namensgebung. Du kannst dein Kind sogar mit einem Dollarzeichen benennen oder dich sozial engagieren und dir schon mal den zukünftigen Spitznamen für dein Kind ausdenken und ihn in die Geburtsurkunde schreiben. Natürlich sind in Amerika Namen wie Osama Bin Laden und Hitler verboten. Kommen wir zu Nummer 6. Deutschland. In Deutschland gibt es für die Namensgebung nicht nur Ratgeber, sondern auch Richtlinien, die sagen, dass der Kindesname nicht zu Erniedrigungen im späteren Leben führen darf. Verboten sind zum Beispiel Namen wie Hitler, Osama Bin Laden oder auch Kennedy. Noch dazu sieht das Gesetz vor, dass alle Namen geschlechtsspezifisch sein müssen. Daher sind Namen wie Riley, Taylor und Quinn verboten und der Nachname darf kein Objekt oder Produkt sein. Und da sind wir schon bei der Hälfte. Nummer 5. Portugal. Die Portugiesen haben das Namensproblem ganz einfach gelöst und haben eine 41-seitige Liste mit explizit ausgewählten Namen, die verboten sind, erstellt. Auf dieser Liste stehen Namen wie Mona Lisa, Olaf und Pablo. Nummer 4. Saudi-Arabien. Namen wie Laura, Elaine und Sandy sind zum Beispiel verboten, weil sie religiöse Gefühle beleidigen und nicht islamischen oder arabischen Ursprungs sind. Und die Top 3. Belgien. In Belgien ist der Name Jerusalem verboten. Das ist irgendwie nachvollziehbar, aber das belgische Gesetz zeigt sich in dem Punkt auch kompromissbereit und bietet als Alternative den Namen Bethlehem an. Anders wie in Portugal gibt es in Belgien eine Liste für Namen, die vergeben werden dürfen, dürften dann aber schon ganz schön viele sein. Und wir sind fast am Ende. Nummer 2. Japan. In Japan ist zum Beispiel der Name Akuma verboten. Akuma ist japanisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie Teufel. Mist, ich wollte eigentlich nach Japan ziehen und mein Kind Teufel nennen. Schade. In Japan ist es übrigens auch nicht erlaubt, mehrere Vor- oder Nachnamen zu besitzen. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Mexiko. In Mexiko gibt es ganze 61 Babynamen, die verboten sind. Das Witzige an der ganzen Sache ist, dass viele dieser Namen von fiktiven Charakteren stammen, wie zum Beispiel Rambo, James Bond und Harry Potter. Echt interessant, was es auf der Welt so für Verbote gibt. Wenn euch das Thema gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne hier teilen. Ich ziehe jetzt erstmal nach Japan, nenn mein Kind Teufel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.